Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich euch ein Mathe-Rätsel stellen. Das könnt ihr entweder selber bearbeiten und an der entsprechenden Stelle kurz stoppen oder ihr schaut euch einfach die Lösung direkt im Anschluss an. Das Rätsel seht ihr hier schon aufgeschrieben. A, B, C, D, E, F stehen jeweils für Ziffern. Das heißt, A, B, C, D, E, F als solches ist einfach eine sechsstellige Zahl. Die multiplizieren wir jeweils mit entweder dem Fragezeichen, da wissen wir noch nicht, wofür das jeweils steht, das sind verschiedene Platzhalter, mit der 3 oder der 6 und es kommt wieder eine sechsstellige Zahl heraus aus eben diesen gleichen Ziffern. Also jedes A ist der gleiche Platzhalter für die gleiche Zahl, B und so ebenso, nur bei den Fragezeichen ist nicht ganz klar, wofür die stehen. Aufgabe ist es nun herauszufinden, welcher Buchstabe für welche Ziffer steht und was entsprechend an die verschiedenen Stellen des Fragezeichens stehen muss. Wenn ihr das Rätsel selber mal ausprobieren wollt, dann drückt am besten jetzt auf Stopp und wenn nicht, dann kommt jetzt halt die Lösung. Was wir also als erstes schon mal sehen könnten, ist die erste Zeile. Da steht links und rechts das gleiche. Dementsprechend wissen wir direkt, dass hier an dieser Stelle mal 1 gerechnet werden soll. So, was können wir jetzt rauslesen? Als zweites, hier multiplizieren wir mit 6. Und die Ziffer ist hinterher immer noch sechsstellig. Das heißt, hier vorne muss zwangsläufig eine 1 stehen. Sonst wäre die Ziffer oder die Zahl an sich nicht sechsstellig, sondern nur fünfstellig, weil wir führende Nullen ja nicht aufschreiben. Das heißt, hieraus wissen wir direkt, dadurch, dass das Ergebnis immer noch sechsstellig ist, muss A den Wert 1 haben. So, machen wir weiter. Wir wissen also prinzipiell, dass hier eine 1 stehen muss. Wir multiplizieren f mal 3, endet auf f gefolgt von einer 1. So, das Interessante hierbei ist jetzt, dass es auf 1 endet. Wenn wir uns kurz überlegen, wenn wir die Zahlen mit 3 multiplizieren, haben wir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 und 27. Das heißt, wir sehen an dieser Stelle, das ist die 21 ist die einzige Zahl, die entsprechend auf einer 1 endet. Jetzt überlegen wir uns, was mit 3 multipliziert ergibt 21? 7. Das heißt, wir wissen hieraus, dass f 7 ist. Also können wir prinzipiell hier eine 7 hinschreiben und hier auch. Und dann können wir mit der Stelle davor, also dem E, weitermachen. E mal 3 soll gleich auf 7 enden. Allerdings hatten wir gesagt, dass hier halt 21 am Ende rauskommt. Und also das F hat ja die 7. 7 mal 3 sind 21. Das heißt, wir haben einen Übertrag von 2 letztendlich. Das heißt, E mal 3 muss auf 5 enden, da eben 7 minus 2 gleich 5 ist. So, jetzt können wir auch hier wieder die gleiche Schlussfolgerung nehmen, die wir eben bei dem F schon hatten. 15 ist die einzige Zahl, die auf 5 endet bei der Multiplikation mit der Zahl 3. Das heißt, wir wissen hieraus, dass e mal 3 15 ergeben soll. Und was mit 3 multipliziert ist 15? 5. Also e ist gleich 5. Das können wir jetzt hier auch notieren. Wir haben also für a, E und F bereits an dieser Stelle eine Lösung gefunden und können jetzt wieder mit D weitermachen. So, D
mal 3 muss was ergeben? Nun ja, wir haben jetzt hier noch einen Übertrag von 1 durch das E. Das heißt, unsere Zahl muss auf 4 enden, weil 5 minus 1 eben 4 ist. Die einzige Zahl, die auf 4 endet bei der Multiplikation mit der 3, ist die 24. Das heißt, wir wissen an dieser Stelle, dass D den Wert 8 hat. Dann können wir das auch hier eintragen. Und jetzt können wir einfach an die zweite Stelle springen in unserem Gleichungssystem, wo wir die Zahl wissen, mit der wir multiplizieren. Und zwar fangen wir auch hier wieder hinten an. Wir wissen, f ist gleich 7. F ist gleich 7, das heißt, hinten auf der letzten Stelle rechnen wir 7 mal 6. 7 mal 6 ist 42. Diese Zahl endet auf c. 42 endet auf 2. Dementsprechend wissen wir hier, c ist gleich 2. So, das heißt, wir haben jetzt a ist gleich 1. B fehlt uns noch, C ist gleich 2, D ist gleich 8, E ist gleich 5 und F ist gleich 7. So, das ist jetzt das Einzige, was eben noch zählt, was noch fehlt. Springen wir also zurück an die Gleichung, die mit 3 multipliziert und auch hier ist es halt wieder so, dass wir uns überlegen müssen, wie kommen wir jetzt an dieses B ran? Wir wissen, C hat den Wert 2. Die einzige Zahl, die bei der Multiplikation mit 3 auf 2 endet, ist entsprechend die 12. Und damit wissen wir, dass wir eben mit 4 multiplizieren müssen. Also B ist gleich 4 und dann können wir unsere sechsstellige Zahl aufschreiben. Das ist dann einfach 142.857. Das erste Fragezeichen hatten wir mit der 1 gelöst. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Zahlen entsprechend beim Ergebnis, also das, was hier auf der rechten Seite steht, einsetzen. Und könnten dann durch 142.857 teilen und erhalten dann entsprechend an dieser Stelle eine 2, eine 4 und eine 5. Das ist dann auch schon die Lösung zu diesem Rätsel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt gerne auf Gefällt mir oder abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr noch weitere Anregungen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.